Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sinking City. Ja, heute am 30.11. um kurz nach 7:30 in der Früh. Jo, ein paar Tage sind ja schon her, ne? Kurz vor Beginn des Adventskalenders. Aber da war ich nochmal eine Aufnahme. Ich musste auch noch ein paar Sachen aufnehmen für den Adventskalender. Aber ist nicht mehr so viel. Große habe ich schon gemacht. Ja, auf jeden Fall, wir waren letztes Mal bei Professor Cavendish. Und der hat uns mal so ein bisschen über N erzählt, ne? Über seine Vergangenheit mit N. Und ja, letztendlich haben wir jetzt die Entscheidung, dass wir entweder A... uns auf N's Seite schlagen, ihn verraten, also den Cavendish verraten und er dann, ja, ich sag mal, seinem Schicksal begegnen wird. Oder B, wir versuchen uns in das Lager zu infiltrieren, um die auch noch vorrätigen Fischvorräte zu vergiften. Ja, Hintergrund ist, also eigentlich ist das eine moralisch natürlich mehr als bedenkliche Entscheidung. Aber ihr habt es ja vielleicht im letzten Part gesehen. Ich traue dieser Organisation, dem IOD, auch nicht so ganz über den Weg, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, arbeiten wir für Professor Cavendish. Der macht ihm jetzt auch einen relativ vertrauensseligen Eindruck. Also viel mehr als sie auf jeden Fall. Natürlich kann ich hier komplett falsch liegen, aber schauen wir doch mal, ne? So, achso, nee, ich möchte mit dir gar nicht reden. Stopp. Stimmt, das haben wir letztes Mal nochmal getestet, was passieren würde, wenn wir ihn verraten würden. Und ja, dann wird er höchstwahrscheinlich draufgehen. So, aber... Warte. Genau, George Cavendish Auftrag. George Cavendish gab mir eine volle Flasche Rizin und bat mich darum, die neue Ladung im Fisch im Lager des IOD zu vergiften. Er will damit erreichen, dass der Machteinfluss der Organisation im Oakmont abnimmt. Im Gegenzug versprach er mir, Kontakt zu seinem Spitze beim IOD herzustellen. Das Fischlager befindet sich in der Hawking Lane zwischen der Warren Road und der Liberty Road im westlichen Teil des Bezirks des Shells. Nachdem ich den Fisch vergiftet habe, finde ich George Cavendish in der Nähe des Lagers. An der Ecke Hawking Lane und Liberty Road. Unsere Road again. Okay, wo ist das? Hawking Lane. Oh mein Gott, meine Augen sind noch gar nicht wach. Was ist das? Im Westen. Da bin ich ja hier schon mal gar nicht mal so verkehrt. Ich war da ja auch schon mal, aber... Ah ne, ich bin im Osten. Es tut mir leid, Entschuldigung. Hawking Lane. Da. Ist das das? Das ist das bestimmt, ne? Ja, komm. Ja, passt schon. So. Müssen nur irgendwie da hinkommen. Hätte ich mir natürlich auch direkt merken können. Okay. Dritte Kreuzung nach rechts, dann nach links und dann einmal kurz mit dem Boot. Dann geht das schon. So. Achso, nee, mit R2, genau. So sprintet man. Ich glaube, ich laufe gerade wieder komplett falsch. Kann das sein? Ich glaube, die erste Kreuzung habe ich schon passiert, oder? Kann das sein? Dann ist das wahrscheinlich die zweite. Ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ist schweinekalt geworden übrigens, ne? Also ich find's gut, weil wir haben ja immerhin fast Dezember. Aber gerade noch kurz auf dem Balkon gewesen, eine rauchen gewesen. Ha! Ich wusste es doch, ich bin zu früh. Und da habe ich echt so ein bisschen schon hier das ein oder andere Körperteil abgefroren. Aber ich find's gut. Gleich noch schön zum Friseur nach der Aufnahme. Wird auch mal wieder Zeit. Und gleich noch das Webcam-Video machen, klar, ne? Von wegen. Morgen geht's los. Ja, aber bis das Video hier hochgeladen, beziehungsweise freigeben wird, da haben wir schon den 10.12. oder so. Ich habe glücklicherweise in den vergangenen Wochen ein bisschen die Möglichkeit gehabt, mir einen Puffer aufzubauen. Sodass ich jetzt hier keinen Engpass habe und mich dann auch gut um den Adventskalender kümmern konnte. So, da ist das Boot. Einmal nur bis nach da vorne. Oh, guck mal, da ist sogar eine Harpune drin. Schade, dass ich die nicht einsetzen kann. So, dann sind wir gleich auch schon da, so wie es aussieht. Wahrscheinlich ist dann gleich irgendwo noch ein Zeichen vom IOD. Ne, das ist nur befallen. So. Hawking Lane. Ja, geht dann hier weiter, ne? Würde ich sagen. Boah, wie war es denn da nochmal mit dem Lager? Ich habe ja schon mal untersucht, aber ich musste da irgendwie drüber klettern. Okay, das ist nochmal ein weiter. Was ist das hier? Okay, hier sagt er mir gar nichts. Na gut, dann gehe ich doch nicht rein. Leck mich! Ja, kann ja sein, dass ich da vielleicht irgendwie mal... Ach, da vorne ist es doch. Natürlich. Da war auch wieder unser Wächter. Hallo. Hallo, Daryl. Ich diene der See. Die See segne Sie, Mr. Reed. Schön, Sie wiederzusehen. Darf ich reingehen? Sicher. Kein Problem. Und lassen Sie sich ruhig Zeit. Daryl, hören Sie mir gut zu. Wenn Sie am Leben bleiben möchten, müssen Sie die Stadt verlassen. Sofort. Die Sache mit dem vergifteten Fisch hat für ganz schönen Wirbel gesorgt.
Der EOD ist wachsam wie ein Hund und wird irgendwann die Wahrheit herausfinden. Was? Das kann ich nicht glauben. Daryl, ich sage das nur, weil Sie in Ordnung sind und ich Sie schätze. Verlassen Sie diesen Ort und vergessen Sie den EOD, oder er wird Sie noch umbringen. Schon gut, schon gut. Wir stehen auf derselben Seite. Ich gehe. Machen Sie es gut, Daryl. Möge die See Sie beschützen, Mr. Reed. Och Mann, ich hätte gerne noch gefragt, was los ist. Och Manu. Ja, egal. Ist halt so. So, dann ab ins Lager. Tada! Und die Frage, wo ich wie was am besten vergiften soll. Erstmal ein bisschen looten. Okay. Ich schätze mal, das bedeutet, ich vergifte gerade die Sachen, oder? Kann das sein? So, bitteschön. Ich könnte Gregor und Kevin nicht verraten, ich habe die Fischvorräte vergiftet. Handlanger des Professors, okay. Guck mal, hab direkt nochmal eine Trophäe bekommen. Wie alle Hinweise gefunden. Ich habe doch gar nichts gemacht. Bisschen Fisch vergiftet. Ja, finde ich cool, dass wir den Daryl wirklich jetzt nochmal gerettet haben. Dass wir ihn auch gewarnt haben. Weil, der ist ja wirklich in Ordnung. Ne? Er macht ja schön Spielzeug für die Waisenkinder und so. Und schon ist er weg. Wie ist das gehört? Aber wieso, ich könnte George Cavendish verraten? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was haben wir denn hier? Ich habe die Fischvorräte mit Rizin vergiftet, so wie George Cavendish es wollte. Ich muss mit ihm reden, damit er seinen Teil der Abmachung erfüllt. Er wartet an der Ecke Hawkingland und Liberty Road in der Nähe des Fischlagers. Okay. Könnte George Cavendish verraten? Warum? Ich hätte es machen können, aber... Ich sollte George Cavendish bei seinem Vorhaben unterstützen. Achso, nee, das ist unsere Schlussfolgerung. Da ist er. Die Sache ist erledigt. Ich habe den Fisch vergiftet. Sehr gut. Das wird dem EOD in Oakmont einen schweren Schlag versetzen. Sie haben ein gutes Werk getan, Mr. Reed. Und? Was steht als nächstes auf dem Plan? Leute aufknüpfen? Kätzchen ertränken? Wir haben bereits genug getan. Sobald der EOD am Boden ist, stelle ich mich der Polizei. Mir ist bewusst, dass ich schwere Verbrechen begangen habe. Diebstahl, aber eben auch Massenmord. Ich werde mich meiner Schuld stellen. Wenigstens etwas. Mein Schicksal wünsche ich niemandem. Und schon gar nicht will ich, dass jemand anderes für meine Verbrechen büßen muss. Ich hoffe, Ihr Spitzel ist die Sache wert, George. Er erwartet Sie bereits im Untergeschoss des Fischmarkts. Er heißt Fred. Sie müssen ihm eine Losung sagen. Sie machen Witze. Schon wieder eine Losung? Oh, ja. Wir haben beschlossen, uns die Praktiken des EOD zunutze zu machen und sie gegen diese Leute einzusetzen. Witzig, finden Sie nicht? Ja, sehr witzig. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht totlache. Wie auch immer. Die Losung lautet, die See ist eine grausame Gefährtin. Viel Glück. Kennen Sie Harriet Doe, eine Professorin an der Universität? Harriet. Ah, ja, ich erinnere mich. Eine ausgezeichnete Anthropologin. Ich habe früher immer gerne ihre Artikel gelesen. Ist sie es, nach der Sie suchen? Tut mir leid, aber die Sache ist streng vertraulich. Dann behalten Sie es für sich. Ich dränge Sie nicht. Wiedersehen. George Cavendish Spitzel beim EOD, okay. Einmal zurück zum Fischmarkt. Das kriegen wir hin. Ja, können wir auch Schnellreise machen. Ja, also ich glaube, ich habe mich dann, also wenn er das wirklich macht, was er gesagt hat, dass ich dann hinterher auch der Polizei stellen wird, habe ich, glaube ich, wirklich die richtige Entscheidung getroffen. Und ja, ich hätte ihm natürlich auch sagen können, dass ich wirklich Harriet suche. Aber gut, wir sind halt, ne, wie er auch schon sagte, unser Kollege, der Charlie, ne? Wir sind halt Privatdetektiv, ne? So. Wie kommen wir denn ins Untergeschoss des Fischmarktes? Habe ich eigentlich noch Nebenaufträge? Habe jetzt noch gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Weil ich meine, da sind, glaube ich, alle fertig, ne? Ja, sauber. So, gucken wir doch mal. Irgendwo, wo wir runter können vielleicht. Hallo? Ein besseres Haus zu diesem Preis werden Sie... Die haben ja schon geholfen. Das ist so ein kleines Aquarium für so ein... Ist das ein Fisch, oder? Ich weiß es noch nicht so genau. Ja, egal. Huh.
Kam ich hier vorher rein oder kam ich hier vorher nicht rein? Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Du bist der Fred? Hallo. Sind Sie Fred? Vielleicht. Was wollen Sie? Schon komisch. Das Wasser ist unruhig, das Wetter ist schlecht. Und ich vermisse mein Boot mehr denn je. Wie sagt man so schön? Die See ist eine grausame Gefährtin. Ich verstehe genau, was Sie meinen. Aber hören Sie zu, es gibt da etwas, das Sie interessieren könnte. Sie suchen nach Professor Doe, nicht wahr? Die Wissenschaftlerin, die vom Orden entführt wurde. Ich denke, wir können uns gegenseitig helfen. Wie meinen Sie das? Wissen Sie, wo sie ist? Nicht so schnell, mein Freund. Ich sagte, gegenseitig helfen nicht. Ich plaudere alles aus. Was ist das für ein Orden, den Sie erwähnt haben? Oh, Sie kennen ihn nicht? Der EOD. Das steht für Esoterischer Orden des Dagon. Dagon? Ein uraltes Wesen aus den Tiefen des Meeres. In Büchern wird Dagon als amphibisches Monster beschrieben. Und die Innsmouther verehren ihn als Gottheit. Sie bringen ihm sogar Opfergaben dar. Blutige Opfergaben. In dieser Stadt gibt es nichts umsonst, was? Verstehe. Fahren Sie fort. Sie werden es nicht bereuen. Sie konnten sich schon ein Bild von der Stadt machen, nicht wahr? Dann haben Sie einen Vorgeschmack auf das bekommen, was noch bevorsteht. Ich will raus. Aus dem Orden und aus der Stadt. Das Problem ist, dass es deutlich leichter ist, in den Orden einzutreten, als ihn zu verlassen. Bereits der geringste Verdacht bedeutet den sicheren Tod. Ich brauche jemanden, der mich heimlich aus der Stadt schaffen kann. Und das ist dieser Tage alles andere als leicht, mein Freund. Ich wüsste nicht, wie ich Ihnen dabei helfen könnte. Sie sind doch Detektiv. Hier in der Stadt gibt es Schmuggler, die wissen, was zu tun ist. Finden Sie sie und schon haben Sie mir geholfen. Angeblich kommunizieren Sie über Anzeigen in der Zeitung. Jede Woche taucht eine neue auf, die irgendetwas mit Salvation Harbor zu tun hat. Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt. Schmuggler, sagen Sie? Ein Versuch ist es wert. Ich werde versuchen, Sie zu finden. Oh, danke, danke. Ich weiß, wohin Sie die Professorin gebracht haben. Helfen Sie mir, dann sage ich es Ihnen, versprochen. Aber beeilen Sie sich. Na gut, okay. Wollen wir jetzt einen Bericht erstatten? Kann der auch was? Kann der mir helfen? In dem Bereich? Ich weiß es nicht. Ich möchte dem gar nicht Bescheid sagen. Nur erstmal schmugglermäßig was machen. Ich bringe ja nichts, wenn ich ihm sage, hör mal, ich weiß jemanden, der weiß, wo sie ist. Ne? Das hilft mir ja auch nicht weiter. Ich würde an seiner Stelle sagen, ja, schön, freut mich für dich, aber bringt mir jetzt ja auch nicht erstmal gar nichts, ne? Naja. So, Salvation Harbor hat er gesagt, ne? Gucken wir jetzt erstmal hier rein. Bevor ich meine Untersuchung fortsetzen kann, muss ich Robert Hockmann an meinen Erkenntnissen über die EOD und Professor Harriet Duff teilhaben lassen. Doe. Ich finde ihn in seinem Bezirk in... Naja, ist okay. Da. Ja gut, wenn es sein muss, dann ist es halt so. Aber vielleicht kennt der sich jetzt zumindest auch mit den Schmuggler aus, dass der mir da auch noch einen Anhaltspunkt geben kann. So, wo ist er denn? Das faule Stück da oben. Ab zum Affenmann. Ist das richtig? Warte mal. Ich glaube ja. Ich gehe einfach mal hin. Ja, ja, da ist der Gorilla. Machen die Gorillas eigentlich noch irgendwas? Also die Musikband meinte ich jetzt. Ich weiß, wer hinter der Entführung von Professor Doe steckt. Eine Organisation namens Esoterischer Orden des Dagon. Die meisten Mitglieder der Organisation treiben sich auf dem Fischmarkt herum. Aber sie scheinen überall Leute zu haben. Selbst in der Universität. Ich wusste doch, dass mit dem EOD etwas nicht stimmt. Ein Unterschlupf für diese dreckigen Innsmouther ist das nichts weiter. Ich werde die Organisation in Grund und Boden stampfen. Wollen Sie etwa die Gunst der Stunde nutzen, um an den Innsmouthern ein Exempel zu statuieren? Die meisten Mitglieder des EOD, mit denen ich zu tun hatte, waren Einheimische. Und der einzige Innsmouther, mit dem ich bisher geredet habe, war ein netter Kerl. Sie sollten Ihre Vorurteile auf den Prüfstand stellen. Unterstellen Sie mir etwa, dass ich ein Eiferer bin, Reed? Wenn man nach dem geht, was Sie sagen, ja. Die Innsmouther wären sicher gerne in ihrer Stadt geblieben und sind gewiss nicht gekommen, um sie zu ärgern. Der Hass, der ihnen entgegenschlägt, hinterlässt bei ihnen natürlich Spuren. Erkennen Sie nicht, dass das ein Teufelskreis ist? Sie haben meinen Sohn auf dem Gewissen, Snap. Einer von ihnen, nicht alle.
Wenn sie weiterhin alle Innsmouther über einen Kamm scheren, werden sie sich nur weiter radikalisieren und dann hört das nie auf. Der EOD wurde nur so mächtig, weil die Innsmouther sonst niemanden hatten, an den sie sich hätten wenden können. Sie, Mr. Throckmorton, sind Teil des Problems. Ich werde über Ihre Worte nachdenken. Das war ja mal ein richtiger Schlag in die Fresse. Aber der hat ja auch nicht Unrecht, ne? Was meinen Auftrag betrifft, ich werde meine Suche nach Professor Doe fortsetzen. Ich habe eine vielversprechende Spur. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen wollen? Alles wie gehabt. Finden Sie Harriet und bringen Sie sie wohlbehalten zurück. Sie meinten, wir haben es mit einer ganzen Organisation zu tun. Ich habe etwas für Sie, das Ihnen von Nutzen sein könnte, falls Sie in Bedrängnis geraten. Und jetzt gehen Sie. Ich habe genug gehört. Schrotflinte! Oh ja, oh ja, oh ja. Wie schön, wie schön, wie schön. Was ist passiert? Was ist das? Ist sie jetzt aus Schokolade gemacht? Oder als Kuchen? Oh mein Gott. Ich dachte zuerst, ey, was ist denn mit dem passiert? Warum fällt sein Gesicht auseinander? Ja, es ist Kuchen. Boah, sieht lecker aus. Guck mal. Schön mit Vanille, Schoko-Sachen und... die verköstigen sich einfach schön an dem Leichnam und er guckt einfach zu und liest Zeitung. Das ist doch mal eine Szenerie, ne? Ich bin nicht in der Stimmung zu plaudern, Mr. Reed. Ja, ich auch nicht. So, das heißt, den Fall haben wir jetzt fertig, oder wie? Habe ich das jetzt verstanden? Weil ich habe einen ganzen Arsch voller Erfahrungspunkte bekommen. Ja, aber noch einen Wissenspunkt übrig, hervorragend. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal die Schrotflinte fertig, ne? Zack, so. Gut, gut, wo wir jetzt hin müssen, das weiß ich nicht so genau. Ah, hier, Familienbande. Fred weiß, wo der EOD Professor Harriet Doe festhält. Die von mir gesuchte Leiterin der verschollenen Expedition. Er wird mir ihren Aufenthaltsort jedoch erst sagen, wenn ich für ihn eine Flüchtlingsmöglichkeit aus der Stadt gefunden habe. Dazu riet er mir, den hiesigen Schmugglerring ausfindig zu machen. Er glaubt, dass die Schmuggler heimlich über Anzeigen in der Zeitung kommunizieren, die etwas mit dem Bezirk Salvation Harbor zu tun haben. Jede Woche erscheint wohl eine neue Anzeige mit einer versteckten Nachricht. Aha. Das heißt, ich müsste eigentlich... Guck mal grad. Yep. Genau, Archivierungsmöglichkeiten. Das heißt, wo war... Hier ist das, oder? Ne, das ist die Bibliothek. Wird doch irgendwie mal so ein... The Oakmont Chronicle, genau. Gut, da ist nichts. Das war dann nur der Hinweis dafür. So, gehen wir mal hier hin. Das ist so gut, dass ich jetzt... überlegt jetzt mal ohne Witz, ne? Der Vergleich zu früher, als ich noch keine Schnellreisepunkte hatte. Wie langsam ich vorangekommen bin. Im Gegensatz... Oh, zu weit. Im Gegensatz zu jetzt, ne? Einfach nur, weil ich schnell reisen kann. Weil die Vorbewegung hier halt nicht so, ne, einfach von der Hand geht. Und das heißt, es ist doch sinnvoll, wenn man diese Brief-Sidequest recht früh macht, weil man dann ja schon in fast allen Orten mal ist irgendwann. Und dann man da auch dann schon einiges an Schnellreisepunkten sich, ja, oder dass man auch Schnellreisepunkte einfach findet. So, was war das? Salvation Harbor, Schmugglerring, versteckte Hinweise. Ich habe nur keine Ahnung, wie viele ich brauche. Ich kann da auch ein... Kann ich da auch ein Datum raus? Ich weiß es jetzt gar nicht. Da. Haben Sie ein Problem? Tut mir leid, ich hoffe, du hast deine Kiste nicht fallen gelassen. Wobei, ich habe das bei Assassin's Creed eigentlich immer sehr gerne gemacht. Einfach die Leute, die irgendwas getragen haben, immer angerempelt, weil wir haben sie einfach fallen gelassen und sind weitergelaufen. Fand ich immer sehr witzig. Oh. Ich kann was looten. Aber ich brauche, glaube ich, nichts, oder? Inventar. Nee. Sieht schon sehr gut aus, was ich da unten alles habe. Ey. So, geht doch. Guten Tag. Flupp. So, ich müsste einmal ins Archiv. Na? Passen Sie auf sich auf. Na gut. Oh, die ist ja wenigstens nett, ne? Wer war das? Bibliothek? Ne, ich weiß nicht mehr. Rathaus, genau. Ich hab keine Zeit für Sie. So, machen wir mal. Vielleicht Auftrag genau nach der Flut. Anzeigen, genau, im Bezirk Salvation Harbor. Zack, suchen. Totenwache für den zahnlosen Bob. Die Zeit ist gekommen, dem zahnlosen Bob für seine letzte Reise Lebewohl zu sagen. Die Totenwache wird in der Bar The Seven Oaks abgehalten, an der Kreuzung Camshaw Street und Salvation Road im westlichen Teil des Bezirks Salvation Harbor.